Weiter geht's zu einer anderen Spezies in die Welt des Feuer-Pokémons Glumanda. Glumanda ist ein Pokémon vom Typ Feuer und existiert seit der ersten Spielgeneration und gehört zu den Kanto-Starter-Pokémon. Blablabla, ewig dasselbe, kennen wir ja schon. Jedenfalls, Glumanda ist ein zweibeiniges reptilienähnliches Pokémon, das wir auch schon von Bisasam kennen, nur dass Bisasam vierbeinig war. Und der Kopf ist von einer länglichen, rundlichen Form, wobei rundlich da auch schon wieder ein bisschen falsch ist, weil es mehr oval ist. Und die großen Augen setzen sich aus weißer Lederhaut und schwarz-gold-weißen Pupillen zusammen. Und das Maul ist relativ breit und lässt sich im geöffneten Zustand vier Eckzähne hervorerscheinen. Macht das Sinn? Ja, wie auch immer. Jedenfalls, es hat keine Nasenlöcher, die wie die Augenbrauen nur angedeutet sind. Keine Ahnung, ob sie da jetzt nur aufgemalt sind, ob das da Narben sind, was auch immer. Sind wahrscheinlich so Narben oder so Einkerbungen in der Haut, irgendwie so. Und ja, die Arme und Beine sind zwar insgesamt kurz, vor allem im Vergleich zu seinem restlichen Körper und dem Kopf, was das Aussehen dann irgendwie ein bisschen seltsam macht, finde ich. Dafür sind sie sehr kräftig. Die meisten Attacken setzt Glumanda über seinen Maul oder über seinen Schwanz ein. Außerdem beherrscht es physische und direkte Attacken wie Schlitzer, Drachenklaue und Metallklaue. Seine Fähigkeiten sind Großbrand und Solarkraft. Besonders auffällig ist, dass es mehr Stärken als Schwächen hat. Während es nur 3 Schwächen hat, hat es 6 Stärken. Die einzige Ausnahme gibt es in Generation 1, da ist es nicht stark gegen Eis, sondern nur normal gegen Eis. Eben sehen wir dann ganz klar, dass es stark gegen Pflanze, Eis, Käfer, Stahl und Fee ist. Eben wie gesagt, abgesehen von Generation 1, weil da ist es gegen Eis-Pokémon nur normal. Und es ist nur schwach gegen Wasser, Boden und Gestein. Und eben die restlichen Typen, zum Beispiel Unlicht, Psycho, Geist und so weiter, die sind dann eben alle Normalschaden, also mal 1. Ja, soviel zum Starter-Pokémon 2 aus Kanto, Glumanda. Als nächstes kommt dann eben die Entwicklung Glutexo. Die könnte dann schon ein bisschen interessanter werden und befasst sich dann weniger wieder mit diesen typischen Starter-Pokémon-Informationen, die wir ja eigentlich auch schon von Bisasam kennen. Die wird es wahrscheinlich auch bei Shigi geben. Und da dann die Entwicklung Shilock dann besser, aber dazu kommen wir dann im nächsten Video, oder besser gesagt zu Shilock dann eben in den nächsten Videos.